So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, das ist die Jenaya immer noch. Ich bin immer noch ich und so, glaube ich. Ich fühle mich zumindest noch wie ich. Und wir sind jetzt im letzten Video von der Spezialforschung vom Dr. Willow. Haben Kapitel Nummer 5 und 6 jetzt vor uns. Wir drücken einfach den Text mal wieder weg. Das ist was, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr die Spezialforschung selber gewinnt. Wir verlosen ja 6 Promo-Codes dafür. Wo ist die Karte? Die müssen wir noch zeigen. Oh, stimmt. Denn die habe ich von der Sina bekommen beim GoFest. Hat die mir diese Karte gegeben. Guckt euch das an. Eine Karte vom GoFest, Dr. Willow, Professor Willow Spezialforschung. Da ist ein Promocode drauf. Den habe ich eingelöst, habe eine Medaille bekommen, habe diese Forschung bekommen. Jenaya hat eine Medaille bekommen, eine Forschung bekommen, weil der iScorpions mir einen Code geschickt hat. Und er hat mir 6 weitere geschickt, die wir jetzt verlosen können, wenn wir endlich mit der Forschung mal durch sind. Forschung des Professors 5 von 6. Gib deinem Kumpel 3 Snacks. Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel. Verdiene 10 Bonbons durchspazieren mit deinem Kumpel. Am besten nehmt ihr also einen Kumpel, der nicht viel braucht. Irgendwas 1-Kilometer-artiges. Ich würde jetzt mal auf... Ich hoffe, ich kann überhaupt noch Bonbons verdienen. Ja, ich gehe mal auf Garados. Weil Garados braucht ja nur 1 Kilometer für einen Bonbon. Nach 10 Kilometer 10 Bonbons. Den kann man auch einmal füttern oder einmal spielen. Dann kann man vielleicht auch euch zeigen, wie das hier aussieht. Hier ist nämlich euer Kleiderständer, wo ihr dranhängt. So, Sale 2,99. So sieht das aus. Tipp, um ein Pokémon zu platzieren. Ach ne, warte mal, das ist ja wieder AR. Das schalte ich aus, das mag ich nicht. Da komme ich immer gar nicht mit klar. Mach's jetzt also nochmal, drück nochmal hier drauf. Der wird jetzt gefüttert vielleicht. Mit dem wird gespielt. Und dann mal gucken, was er so macht. 3 Snacks möchte er ja. Jetzt hat er auch noch ein Häufchen dahin gemacht. Ein Blumenstrauß, danke, das wäre aber nicht nötig gewesen. 3 Snacks geben. 1, 2. Mitten in den Klamotten. Und kriegt er noch was Gelbes hinterher, weil er ist ja schon rot genug eigentlich. Sind wir jetzt bei 3. Machen wir noch ein Foto. Ich werde nie wieder ein Foto machen, wenn das so laut ist und so aggressiv. So, dann haben wir das und das fertig. 10 Bonbons durchspazieren. Und auf dem nächsten Ding ist wahrscheinlich nur noch Belohnungen abholen. Also melden wir uns, wenn wir die Bonbons alle auf dem haben. So, habt ihr das gehört? Da waren sie wieder, ne? Aber die werden uns nicht kriegen, denn wir haben die Forschung jetzt eigentlich in diesem Kapitel auch fertig. Mann, was sind wir gelaufen? Oh mein Gott, mir tut alles so weh. Es ist auch schon der nächste Tag, wir sind die ganze Nacht durchgelaufen. Wenn man jetzt mal hier reinguckt, sieht man ja, alles ist abgeschlossen. 5 und 6, hier oben gibt es einen Knusp. Dann gibt es wieder 3 Pokémon-Belohnungen. Da bin ich ja mal gespannt, was diesmal drin ist. Ein Porygon. Na, wie passt das jetzt mit den Trainern zusammen? Mit den Teamleitern. Vielleicht ist das jetzt Professor Willow. Also ist bestimmt, wenn man die Nase voll hat, dann spielt man einfach mit Porygon, Pori. Da muss man aufpassen. Poli, Pori, das kann man ja mal verwechseln. So. 12, 12, 14. 14, 13, 10. Oh. Und ein Ditto. Das ist ja richtig genial. Wie viele Leute kommen und sagen, sie haben eine Aufgabe, wo sie ein Ditto fangen müssen, aber wo kriegen sie denn jetzt Ditto her? Holt euch einfach die Forschung vom Professor, dann könnt ihr ein Ditto fangen. Das zählt dann auch für eure Aufgabe, dass ihr ein Ditto fangen sollt. Getauschte Dittos zählen da nämlich nicht. Aber das? 10, 11, 10. Ich will gar nicht nachgucken. 11, 15, 10. Wir waren ja 10, 10, 10 geworden. 3, 3, 7, was macht man damit? Nix. Lassen wir es also einfach Ditto sein. Holen unten ab. Und ich hoffe eigentlich, auf der letzten Seite gibt es noch was zu tun. 5000 Erfahrungspunkte, das klingt doch gut. Ein Meltan, sehr schön. Da werde ich gleich mal eine Beere hier nehmen. Normalerweise braucht man jetzt nicht unbedingt eine Forschung, um Meltan zu kriegen.
damals gab es ja Forschung für Meltan, wo jeder eins kriegen konnte. Dann hattet ihr immer noch die Möglichkeit, über die Nintendo Switch an eine Meltan-Box ranzukommen. Mittlerweile mit Pokémon Home, der App, kann jeder auch ohne Switch sich gefühlt alle drei Tage eine Meltan-Box holen, zünden, unendlich viele Meltan-Bonbons farmen. Man ist also nicht mehr auf Forschungen oder sonst was angewiesen. Aber gibt immer noch Leute, die rennen rum und haben keins. Wir haben auch ein Tutorial in der Beschreibung. So bekommt ihr die Wunderbox, die Meltan-Box, ganz ohne Switch alles. Also wenn da mal Fragen sind, fragt ruhig. Das ist meins jetzt mit 12, 15, 11. Was, deins war? 14, 15, 10. Auf jeden Fall auch 3 Sterne. Das ist ja schon mal schön. Das kann man direkt entwickeln. Männlich oder weiblich? Keine Ahnung. Hat gar kein Geschlecht. So, das ist die Lösung. Jetzt kommen wir auf die letzte Seite und? Ja, nur noch Belohnungen abholen. Aber guckt euch das an. Man könnte jetzt natürlich warten, bis man mal wieder ein Glücksei anhat an einem C-Day und könnte das gleichzeitig mit abholen. Ich hol's aber alles jetzt ab. Du könntest theoretisch warten. Ach nö. Oh, nö. Hört's auch einfach ab. 10-mal Meltan Bonbon, nochmal 10-mal Meltan Bonbon und nochmal 10-mal und nochmal Meltan und nochmal Bonbon. Und dann war das die Forschung. Übrigens hat heute ein neues Event angefangen, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, denn bei uns ist heute Donnerstag, aber bis ihr das seht, ist schon wieder Donnerstag in 3 Wochen. Da können wir das auch gleich abholen. Zack, glückliche Wünsche, wo man sich auch wieder für einen Weg entscheiden kann. Ich freue mich also über die Medaille, die es da gab. Ja. Es gab ein paar coole Encounter. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr zusammen das erledigen könnt, ist es immer noch besser, als wenn ihr dann alleine rumrennt oder ihr erledigt es einfach irgendwie. 6 Stück werden verlost auf jeden Fall von diesen Forschungen. Das heißt, 6 Medaillen werden auch verlost. Und dazu gibt es aber ein extra Video. Das erstmal nur so, dass man die Forschung mal gesehen hat. Ansonsten war es das von meiner Seite aus schon. Wie fandest du die Forschung? War interessant, würde ich sagen. Interessant. Was fandest du am besten? Welches Pokémon, welche Belohnung? Ja, das letzte mit Meltan und Ditto. Das ist ja schon was Spezielles, was man auch nicht jeden Tag hat. Was findest du besser, Meltan oder Ditto? Ditto. Ditto. Ditto war ihr Highlight. Das kann sie nämlich einfach in den Evoli verwandeln, genau. Und dann ist gut. So. Ich fand am besten die Medaille. Aber das ist ja was anderes. Nee, so ein paar Meltan-Bonbons noch und Meltan mal aus der Forschung wieder. Ist schon ganz nice. Das war's auf jeden Fall jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Mann, Mann, Mann. Euer Ramses und eure Shinaya. Bis dahin. Yeah.